Wenn du auch saftigen Kuchen magst mit Frischkäse-Frosting und dich aber gesund ernähren möchtest, dann ist dieses Rezept für den Red Velvet Cake perfekt für dich. Der ist nämlich ohne Zucker und ohne Mehl, stattdessen mit Xylit oder Erythrit gesüßt und mit Mandelmehl und Kokosmehl gebacken. Somit ist er glutenfrei, low carb und keto geeignet. Als erstes vermischst du alle trockenen Zutaten, bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Dann kommen Eier, Rapsöl, Lebensmittelfarbe und Buttermilch dazu. Nun den Teig nur kurz mit dem Schneebesen verrühren, damit er so flüssig bleibt wie möglich. Dann backen wir den Kuchen in der Kuchenform für 50 bis 60 Minuten. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, machen wir das Frischkäse-Frosting. Dafür die weiche Butter, Vanillearoma und Puderxylit miteinander schaumig rühren und den Frischkäse unterrühren, bis ein cremiges Frosting entsteht. Dann wird der Kuchen verziert. In der Variante ist es wirklich gar nicht schwer und schaut so süß aus. Ich finde einfach, der Kuchen ist so saftig, lecker und hübsch geworden. Den musst du einfach unbedingt nachmachen. Vor allem bei 200 Kalorien und nur 1,8 Gramm Kohlenhydrate ist es echt ein super genialer Low-Carb-Kuchen. Speicher dir das Video am besten hier gleich ab und auf meinem Blog findest du die Rezeptkarte auch zum Ausdrucken.